denken wir, da oben könnte man richtig sein. Wir fahren jetzt einmal einfach da Verdacht hoch. Ja, servus meine Lieben, heute geht's los mit der Eberhofer Krimi Filmsafari. Viele kennen ja die Eberhofer Filme, Schweinskopf al dente, Leberkast Junkie und alle möglichen Teile, was da gibt. Und wir wollen heute mal die Filmlocation finden, wo die ganzen Drehorte von den Eberhofer Filmen damals gedreht wurden. Und jetzt fahren wir zu dem Eberhofer Hof, wo die Familie Eberhofer gewohnt hat, wo das Cannabis angebaut worden ist und so. Wir wollen mal schauen, ob wir diesen Hof finden. Also mit dabei habe ich heute meinen Fotografen, der macht die Fotostrecke. Hallo ihr Leute. Und wir sind gespannt. Also viel Spaß mit diesem Video. Also bis jetzt sind wir so richtig in der Pampa. Ja, das schaut schon mal ganz gut aus. Aber seid gespannt. Wir haben selber gespannt. Und schauen wir mal. Ich denke mir, da oben könnten wir richtig sein. Wir fahren jetzt einmal einfach da Verdacht hoch, das zufällig der Hof ist. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Du? Ich bin auch gespannt. Ja. Schaut auf jeden Fall gut aus. Es könnte laut dem Film der Hof sein. Ah, grüne Fensterläden, wie man sieht. Wir werden das dann gleich mal mit den Screenshots vergleichen. Aber das ist der Eberhofer Hof. Ja, das müsst ihr sehen. Ha. Ja, fahr weg. Da steht ein Auto hierbei. Aha. Jetzt schauen wir mal. Ja. Jetzt bleiben wir mal da stehen. Ja, hier haben wir den Vergleich von der Videoszene, den Eberhofer Hof. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo ungefähr von welchem Standpunkt die Aufnahme eigentlich gemacht worden ist. Nimmst ungefähr. Genau. Müsste sein. Machen wir die Aufnahme. Also ich bin jetzt auch ungefähr, das müsste der Standpunkt gewesen sein. Der Masten, wie auf dem Screenshot. Dann haben wir hier das Kreuz. Und der Hof, und der scheint renoviert zu sein. Also hat sich schon einiges geändert. Aber wir schauen uns das jetzt nochmal genau. Oder was sagst du? Ja, vom Screenshot her schaut es genauso aus mit dem. Ja. Nur der Baum im Hintergrund, der wurde gestutzt. Das kann man gut erkennen. Und der Hof ist leider jetzt bewohnt. Also, liebe Leute, so schaut es aus. Aber wir haben Genehmigung. Dann ist ja die Szene mit dem VW-Bus. Und das musste genau hier gewesen sein. Jetzt ist es mittlerweile keine Durchfahrtsstraße mehr. Es wurde komplett neu bepflanzt. Aber die Fensterläden sind alle noch in gleicher Farbe. Ja, alles original. Balkon. Wäre kein Hollywood-Film. Nein, glaube ich auch nicht. Aber glaubt man gar nicht, wie es sich verändert hat. Ja, so. Ja, ja.
Aber wie gesagt, das da drüben ist auch noch ziemlich gleich, die Fenster sind noch gleich. Ja, aber das Dach ist anders. Das Dach ist anders. Ja, da haben wir abgetragen. Ja, es war spitzer, ne? Ja. Die Hausnummer ist natürlich jetzt auch nicht mehr dort. Die ist hier da unten. Das hat sich verändert. Das ist auch der Briefkasten. Und hinten bei den Schuppen, wo das Polizeiauto stand, hier, ja, da wurde das Dach abgetragen. Das war zuerst spitz. Das hat sich auch verändert. Und diese Fläche. Also so hat uns zumindest der Hausherr gesagt, das sind die Veränderungen. Der Thomas macht die ganze Fotostrecke. Und vom Regisseur auch noch an. Ja, Regisseur. Da sehen wir den Hof nochmal von einer anderen Perspektive. Ja, war schön. Wir haben jetzt den Ort gefunden, das Objekt. Und wenn jeder ein bisschen selber rumrecherchiert, dann kann er es ja selber finden. Also man sieht, es hat sich einiges geändert. Vieles wurde neu umgebaut, was weggerissen. Aber sonst die ganzen Location konnte man wieder finden. Nur mit kleinen Veränderungen. Genau, da hinten stehen sogar noch die Palettentürme. Die sieht man auch noch. Und hier stehen auch noch welche. Cool. Einfach cool. Super. Schön, dass wir hier die Drehgenehmigung gekriegt haben, weil, wie gesagt, das Haus ist jetzt leider bewohnt und wurde hervorragend renoviert. Im Gegensatz zum Film sah das noch alles ganz anders aus. Aber trotzdem immer wieder interessant, wenn man so alte Location findet und was hat sich geändert zu heute. Hier ist der Blickwinkel, wo der Vater von Franz die Cannabis gebaut hat. Da. Also diese Wand existiert jetzt nicht mehr. Aber im Hintergrund sieht man das große Fenster, da ist ein Glas drin. Und sonst ist auch das alles ziemlich original, bis auf die Wand, die ist weg. Das sind jetzt Steine. Ja. Und hier wäre die Trennwand gestanden und hier ist etwas Neues. Und das alte Gebäude daneben wurde auch weggerissen und wurde erneuert. Also das ist, ja, genau. Und da waren noch vorher die Paletten gestanden. Das muss hier gewesen sein. Die müssen dann hier gestanden sein. Ja, genau. Da muss hier die Trennwand gewesen sein. Wahrscheinlich da, wo das Beton ist. Hier. Wenn ich jetzt schaue, schau her, Thomas. Da sieht man das Gebäude, das ist bis vorn gegangen rechts. Dann war hier irgendwo die komische Trennwand hier. Mhm, und im Hintergrund. Das ist ja wieder das Fenster sehen, aber das ist jetzt vorhangen hier mit dem. Genau, weil das ein ganz neues Gebäude ist. Also das hat sich ein bisschen geändert. Alles andere ist noch ziemlich original. Na gut, dann würde ich sagen, das war der erste Teil von der Eberhofer Krimi Filmsafari. Eberhofer Hof haben wir gefunden, mit gravierenden Veränderungen zu einer prachtvollen Schönheit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann wieder im nächsten Video, wie es weitergeht, wo die anderen Drehorte in Niederkaltenkirchen, heißt anders, wo die meisten Drehorte waren. Das kommt irgendwann später. Also habt ihr, macht es gut, Helmut die Anker Filmschmiede. Und der Fotograf, der Thomas, verabschieden uns. Aber die Ehre, führt euch bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, auf Kommentare würde mich freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann wird der Computer wieder abdrehen. Also habe ich die Ehre, macht es gut, euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.